Ja, liebe Angehörige, liebe Kollegen aus dem Stadtrat, liebe Kollegen und Mitstreiter im Fachbeirat, liebe Vertreter der Zivilgesellschaft, liebe Bürger, ganz herzlich willkommen hier zur ersten Verlegung der Gedenksteine in Gersthofen. Es ist ein schönes Zeichen, dass Sie alle gekommen sind und trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen an dieser Veranstaltung teilzunehmen und zeigen damit natürlich auch Ihre Wertschätzung zu diesem Thema. Es ist ein ganz spezieller Rahmen, es sind jetzt schon viele da, aber ich bin mir sicher, ohne Corona wäre deutlich mehr. Auch was die Schulen betrifft, die ja Teil des Gesamtprojekts in Gersthofen waren, viele konnten einfach und dürfen heute auch nicht kommen. Insofern ist es schade, dass gerade bei der ersten Verlegung, wenn auch der Künstler da ist, und an der Stelle darf ich natürlich ganz explizit den Künstler, den Herrn Demnig, wo ist er denn? Er ist wieder mit dem Rücken zu mir, aber er arbeitet, das ist an der Stelle ganz gut so. Ja, der Stadtrat hat 2018 die Weichen gestellt. Wir hatten damals den Fachbeirat ins Leben gerufen und auch gestellt von den Namen her. 2019 war dann die erste Sitzung des Fachbeirats und 2020 haben wir jetzt unter diesen erschwerten Bedingungen hier diese Verlegung der Stolpersteine. Es ist ein deutschlandweites Projekt. 75.000 Stolpersteine gibt es in der Zwischenzeit. 1.300 Kommunen sind dabei, ca. 1.300 Kommunen. Und das ist das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Ich denke mir, das Projekt zeigt auch, dass man würdig mit diesem Thema umgehen kann. Und wir von Seiten der Stadt Gersthofen und die Bürger, wir sind hier sehr aktiv. Wir sind hier, ich möchte nur unsere Anna-Pröll-Mittelschule, die ja durchaus eine ganz enge Verbindung auch zu dieser Stolperstein-Initiative hat. Nicht nur, dass der Josef hier aktiv ist im Fachbeirat, sondern auch die Familie Pröll natürlich über ihre Geschichte eine ganz wichtige Funktion hat. Und allein auch, dass wir voriges Jahr die Mittelschule, Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen machen konnten, ist, denke ich mal, eine Botschaft, die die Stadt Gersthofen auch an die Bürger gibt. Und diese Botschaft kann man nicht oft genug wiederholen. Und wir hoffen, dass auch mit dieser Initiative heute und mit den Dingen, die noch folgen werden, wir diese Botschaft künftig am Leben erhalten. Ich möchte jetzt gar nicht auf Details eingehen. Ich denke mal, der Dr. Lehmann, der das Ganze ja mitinitiiert hat und am Fachbeirat dabei war, wird die Details und die Hintergründe natürlich sagen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Kommen. Ich bedanke mich bei allen, die sich bis jetzt hier eingebracht haben. Und ich fordere alle auch gerne nochmal auf, sich weiter einzubringen. Das ist ein Projekt, was nicht die Politik treibt, sondern was aus der Zivilgesellschaft lebt, von der Zivilgesellschaft lebt, von dem Engagement. Und da kann man, denke ich mal, nicht genügend Unterstützung haben. Also insofern bringen Sie sich gerne auch künftig mit ein. Ich denke mal, Informationen liegen aus. Sie wissen, an wen Sie sich wenden müssen. Stolpersteine werden für alle Opfer des nationalsozialistischen Terrors verlegt. Sie wirken einer Hierarchisierung von Opfern und dem Vergessen von Opfergruppen entgegen. Die Steine tragen das Gedenken in den Alltag hinein. Sie konfrontieren Passanten und Nachbarn auf Schritt und Tritt mit der Erinnerung an verlorene Mitbürger. Sie zeigen, dass die Opfer mitten unter uns lebten. Sie vergegenwärtigen, dass sprichwörtlich vor der eigenen Haustüre Verbrechen begangen wurden. Die Opfer waren Nachbarn. Jeder, der nicht wegsehen wollte, musste ihr Verschwinden bemerken. Gleichzeitig sind die Stolpersteine ein demokratisches und interaktives Mahnmal. Die biografischen Daten auf den Steinen zeigen die Opfer als Individuen, nicht als anonyme Opfer. Der Künstler erzielt eine Rekonkretisierung der Geschichte und schafft Betroffenheit. Am 14. Juli 1933 verabschiedeten die Nationalsozialisten im Reichstag das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Seit diesem Tag gingen die Nazis gezielt gegen körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen vor. Sie sollten keinen Platz in der rassistisch ausgerichteten Volksgemeinschaft finden. Von all diesen Verbrechen waren die Vertreter der Kommunen ebenso informiert wie die Oberlandesgerichtspräsidenten und Staatsanwälte. Es gibt einen nachweisbaren
personellen und strukturellen Zusammenhang zwischen den Krankenmorden und dem industriellen Massenmord an den Juden. Hunderttausende von Menschen wurden unter der Scheinlegalität von Erbgesundheitsgerichten zwangssterilisiert. Zu diesen Opfern zählt der taubstumme Alois Durrede, ebenso Aloysia, Victoria, Alfons, Hedwig, Rosa, Johann und Hans. Viele von ihnen wohnten in der ehemaligen Fabrikstraße. Thank you.